Hallihallo, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich freue mich sehr, weil ich habe heute wieder ein Schnäppchen-Oil für euch und Futter. Ich und mein Mann waren gerade bei. Wir waren zuerst beim Fitness und dann ja beim Sport, Fitnessstudio, und dann sind wir zu Lidl rüber, weil das ist in der Nähe. Nicht mal so 2-3 Minuten mit Auto. Und ja, wir waren bei dieser Schnäppchen-Markt und danach bei der normalen Lidl und ein bisschen eingekauft, nicht viel, weil wir hatten Mitte der Woche, wir haben heute Samstag, Mitte der Woche hatten wir schon Fleisch gekauft. Ich glaube, das war Donnerstag oder so. Nee, doch, Donnerstag hatten wir Fleisch gekauft und wir möchten nicht jeden Tag Fleisch essen, ne? Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal die die Haushaltssachen oder was wir da gekauft haben und Fashion Haul von Lidl, und dann kommt der Food Haul. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Video. So, zum ersten hat sich mein Mann ein paar Sachen ausgesucht. Und bei Ikea waren wir auch noch, weil wir jetzt für die Kinder, kriegen jetzt Laminatboden, und wir haben da noch ein paar Kleinigkeiten für die Zimmer des Kindes. Und ja, zeige ich euch am Ende des Videos. Und jetzt zeige ich euch, ja, deshalb ist mein Haar, ich habe noch nicht geduscht, weil ich wollte das jetzt noch ein bisschen noch sofort abdrehen, das Video, weil ich Kühlsachen habe und Käse und so, und da muss neben den Kühlschrank. Und ja, diese Tape hat 1,50 €. Das steht extra stark. Und ja, in Gelb so. Mhm. Braucht man immer, auch zum Pakete verschicken und so. Dann hat sich mein Mann sowas für die Dusche. War nur das, und der Schlauch haben wir noch von, der Kopf ist ja kaputt gegangen. Und ja, und die Frau war sehr lieb und hat das für 2 € dann für uns mitnehmen lassen. Und ich sehe mich hier im Spiegel, so ein Spiegelchen wie fast. Und da hat hier kann man hier 3 verschiedene Sachen machen, und der sieht sehr toll aus. Und dann, der hat 1 € gekostet. 1 Meter Lichtband für die Kinder, für Kinderzimmer wollten wir machen. Mal schauen, oder vielleicht Wohnzimmer. Und ja, solche. Ich filme heute wieder mehr mal mit meinem Softbox. Und der hat 2,50 € gekostet. Das sind 3 Meter. Mit Fernbedienung. Und der hat da nichts, glaube ich. Nee. Das ist weiß. Steht hier. LED-Band, weiß. Neutral weiß. Und bei der steht nicht welche Farbe, ich glaube auch weiß. Mit Batterien und Fernbedienung, 5 Meter. Ja. Dann hier weil wir wollten unsere Spiegel, ihr seht hier nicht, aber da ist ein Spiegel, hatten wir im Flur, wollten wir jetzt damit spülen, mit diesem Chrom-Silber, und der hat 1 € gekostet. Diesen Sprühdinger, Silber glänzend. Da war auch Gold und so, aber wir fanden der am schönsten mit Rosa, die wir jetzt im Flur haben. Und dann hat sich mein Mann eine neue Heißklebepistole von dieser Parkside-Marke. Ist eigentlich immer um die 20 € oder noch mehr, und der hat 5 €. 5 € gekostet, braucht man immer. Und dann hast du das hier Autoscheiben-Innenreiniger für 1,50 €. Auch praktisch für Autoputzen und so. Sieht man hier. Ja. Und dann gab es noch hier so ein, weil das ist, mein Mann hat ja ein eigenes Kanal, wie ihr wisst. Das hatte ich schon letztes Mal verlinkt bei meinem Video. Und der macht immer Geschichten oder spielt mit den Kindern. Und da wollte er jetzt mit solchen Burgen dann, das ist aus Holz. Und die hat 6,50 € gekostet. Fand er sehr schön. Und ja, 20 Teile. Große Spielspaß für kleine Helden. Aufklappbare Holzkonstruktion von innen, bespielbar. Genau. Und sogar mit Ritter und so. Und mit Prinzessin auch. Und Pferde. Sehr toll. Ja. Dann zeige ich euch, was wir da geholt haben. Einmal eine Tüte voll mit Klamotten. Eine Tüte voll mit Klamotten und die andere mit Food. Futsachen mache ich dann gleich, wenn ich fast mein Futter wieder aufdrehe. Und ja,
Ich wollte euch jetzt zeigen, was wir zum dieses Mal eigentlich nie gibt es da Sachen für Männer oder so, fast nie, aber immer XL oder so. Aber heute hatte mein Mann Glück und er hat auch vieles für ihn gefunden und ja. Aber ich habe trotzdem was für mich und die Bruna dieses Mal. Für Beatrice, für Bruna habe ich da nichts gesehen, weil wir hatten nicht so viel Zeit, weil wir noch zu Ikea wollten und zu Lil wegen dem Fußboden von der Kinder. Und ja. Einmal diese Steppjacke, besonders leicht und bequem, trockener geeignet, mit Kapuze. 140, 19 Jahre. Da gab es auch 146, aber da war eine schon offen und ich fand, der passt zu ihr. Weil kann sie jetzt im Frühling tragen, wo das Wetter nicht mehr so kalt ist. Und ja, und für 2 Euro, ja, kann man doch nicht liegen lassen, ne? Wäre man bescheuert. Ja. Sehr schön fand ich die. Dann für mich so eine Sport-Strickhose durch hochwertiges Flamme-Garn. Ja, in Größe M, weil ich mag die nicht so eng. Und ja, in Größe M, das ist so schwarz und graumeliert. Die Bruna hat so eine, die gleichen, dann kann ich mit meiner kleinen Partnerlook machen. Ja. Das. Dann für unsere, ne, unsere Bett. 2 Fleece-Kissenbezüge aus, ja, sehr warm jetzt für Winter, wenn wir Winter haben. Und ja, braucht man immer 2 roten oder Bordeaux-Farben, auch für 2 Euro. Größe 40 x 80 cm. Dann gab es für mich noch hier so eine von Uncle Sam. Gab es mal bei Lidl für 14 Euro oder so, oder 10, weiß ich nicht mehr. Und von Katzenberg. Und jetzt habe ich in Größe S. Die für 2 Euro mitgenommen. Ich freue mich. Gab es leider keine Hosen dazu, aber passt schon. Ja, fand ich sehr schön. Dann gab es für mich noch eine Overall, weil meine schon langsam, ne? Hatte ich von letztes Jahr noch von Lidl auch für 2 Euro, aber nicht in Silber. In Grau meine ich. Und jetzt habe ich in Blau für mich. In Größe S. So dunkelblau und hier mit diesen Ärmelchen ist praktisch und ja, schlafe ich ganz gerne oder für zu Hause eben. Und ich hatte auch ein in Rosa gehabt und einmal in Grau. In Rosa hatte ich von Lidl, ja, für 2 und die Graue von Aldi, glaube ich. Und jetzt von Lidl diese mit Kapuze auch. Und für meinen Mann habe ich auch eine mitgenommen. Er trägt sowas ja gerne, wisst ihr. Und das ist M, aber das ist für Männer eben. Aber die würde auch für meinen Mann passen, das ist ja blau. Und das ist für Männer ohne Kapuze. Ja. Oder wir tauschen, weil ich bin eigentlich dicker als mein Mann, mein Po, ne? Aber passt ja schon, weil er macht auch gerne mit Kapuze. Und das ist auch hier, ne? Sehr warm drinne. Gefuttert. Schaut mal, ja, sehr warm drinne. Und dann noch 2 Jacken für meinen Mann. Einmal in Schwarz in der Größe M. Mit dieser Applikation, mit diesem Stempel Nordtrend Sportswear. Ja, sehr warm drin. Sehr warm kann man jetzt ab jetzt dann anziehen. Und dann noch diese, ist ein bisschen dickerer. Mit Kapuze. Und ich fand der toll für meinen Mann. Ist zwar Größe L, aber. Man muss ja die Sachen nicht so eng tragen, ne? Und ich fand das schön. In Rot hat er nichts. Mit Kapuze. Und ja. Auch sehr toll. Packen wir wieder zu hier. Jetzt haben wir Food-Sachen für euch. Das war von Lidl. Ich glaube, hier war es 40 oder 50 Cent hier teil. Und ja, zeige ich euch jetzt gerne. Die Tüte ist voll. Die hat sich mein Mann ausgesucht, Kakao-Kekse mit Weihnachtsgewürzen. Das war 1 Euro, nee, der war zu 1 Euro, sonst zu 50 oder 40 Cent, die Kakao-Keksen. Dann unsere geliebten Pan Tostado, das ist so wie heißen die denn? So auf Deutsch geröstete Brötchen mit Tomaten und Oregano. 3-mal haben wir. Eigentlich nehmen wir immer mit Knoblauch, aber dieses Mal gab es nur mit Tomaten.
Und bei Lidl drinnen in dem Normalgeschäft gibt es die für 99 Cent. Und da haben die 40 Cent gekostet, drei Stück. Ich liebe die. Und dann gab es hier, nee, vier Stück. Vier, mein Gott, ja vier. Ich dachte drei, aber vier habe ich geholt. Dann diese Keksen hatte ich letztes Mal auch. 50 oder? Ich glaube 50 auch. 50 Cent. Gab es auch im Geschäft die gleichen für 1,99 oder so. Und ja, mit Kakao. Mürbeteigkekse, Italiano, ja. Debbie's World, da sind hier deine Keksen. Ich verlinke mal die schöne Debbie World, heißt der Kanal, und sie ist auch aus Italien. Und ja, sie mag bestimmt diese Keksen. Ich grüß dich mal, Süße. Ja, die sind sehr lecker. Dann gab es normale Sticks für meinen Mann für Kaffee. Und dann brauner Zucker oder Kaffeezucker mit Karamellnote. Ist der für mich, weil mein Mann mag das nicht so gerne. Naja, wenn er probiert, vielleicht. Ja. Noch zwei solche für die Beatrice. Die mag gerne Kiste mit Orange. Orange und Schoko. Von Balsen. 58 Cent. Kleine 100 Gramm. Delicious Mini Soft Cakes. Ja. Wie dieser Soft. Diese Runden, die man auch bei Lidl kauft. Einmal von Balsen, Kipfern, nussig und zart und knusprig und zart. Mit Butter und ja, mit Haselnüssen. Und ich liebe diesen Balsen-Keksen. Ja, einmal die. Und einmal die. Ich liebe das. Und dann gab es hier noch Tricolor, drei verschiedene Farben, Orange, Gelb und Grün, normal und grün, von Italiano, Italiano auch die Marke von der, diese Keksen, dieselbe Marke, die gibt es bei Lidl. Und dann habe ich noch für die Kinder noch was, vielleicht für meinen Mann auch, er mag das gerne, Rainbow Draggies, so wie, das ist so wie M&M's, mit Erdnussbutter drin. Ja, Erdnussbutter. Mein Mann mag, er liebt Erdnussbutter. Die hier, dann für die Kinder. Und ja, hatte ich von Mr. Schock dreimal Überraschungseier von der eigenen Marke. Und ich fand das sehr toll. Und Beatrice wird sich sehr freuen drüber. Und ja. Mit Bacon weiß ich nicht, aber eigentlich isst sie gerne Tuck. Kommen wir mal weiter. Und dann diese Glotzenaugen macht sie total gern. Und ich glaube das nie, weil eigentlich das immer zu teuer mit saurer Füllung. Für 1 Euro finde ich das zu teuer, 1,50 Euro, aber für 50 Cent nicht. Wir hatten auch viel eingekauft. Und ja, ich zeige euch jetzt, was wir geholt haben. Amaciabatta liebt Bruna, Beatrice gerne und für 69 Cent. Dann. Oh nein. Wir lieben unsere Pastel. Vielleicht kennt ihr die, das ist unsere Lieblinge aus Portugal, Pastel Nata heißen die. Das ist so Cremetörtchen. Und ja, wir lieben die. Und die gab es jetzt die Woche, weil wir spanische Woche hatten, aber das ist nicht aus Spanien, sondern aus Portugal. Und wir lieben die. Und die waren für 39 ihr Stück. Wir haben 8 Stück. Insgesamt 3,50 Euro. Und zwei haben wir schon genascht und ich liebe die. Oh Mann, sind die lecker. Dann drei Müllermilch, einmal Vanille, Erdbeere und Schoko. Ja. Die hier. Dann haben wir, habe ich für meinen Mann und meine Tochter, die Beatrice, Käse XXL, 1 Kilo für 4,45 Euro. Das ist Gouda, kann man auch hier auch Aufläufe machen und so, weil ich esse normal kein Käse, ich mag keinen Käse, nur überbacken und so, oder für Pizza eben, kann man die machen dann. Dann muss immer mit Longkorn Reis im Kochbeutel, weil mein Mann isst das total gerne, auch für die Arbeit nimmt er gerne Reis. Und ja, 1 Kilo für 1,18 Euro, 15 Minuten Kochzeit. Und dann für die Luna, sie liebt diese Nuggets, mag ich immer in der Pfanne oder Backofen.
für 1,99 mit Curry und Sweet Chili Dip, aber die Dip mag sie nicht, sie mag nur mit Ketchup, aber ich habe die trotzdem mitgenommen. 1,99 wie gesagt, dann hat sich mein Mann diese Proteinregel, muss immer mit 1,99 mit einmal Cookies und Creme und einmal Coconut. 53% Proteinbar. Dann habe ich die neu entdeckt da, obwohl wir schon genug zum Naschen hatten, aber die war für 45 Cent. Palitos heißen die. Das ist auch wie bei uns in Portugal. Palitos, das sind diese, da, diese. Und das ist mit Cheese, mit Queso. Das ist alles auf Spanisch, mit Queso. Und dann mit Olivenöl. Und mit Oliven, für meinen Mann dann. Weil ich mache keine schwarzen Oliven. Ja, von der Tüte ist da nichts mehr drin, nur den Prospekt für nächste Woche. Genau. Nur den Prospekt für nächste Woche. Und ja. Dann kann man hier der nächste Tüte. Das hat sich mein Mann ausgesucht. Taschentücher 100 Stück für 85 Cent in der Muster. Passt genau zu unserer Küche oder Wohnzimmer eher nicht so, aber ist bestimmt. Und der Muster ist sehr toll. Dann Brokkoli für 79 Cent. Dann gab es hier diese Crostini. Ich liebe diese Brötchen. Die sind so knusprig für 1,05 € Stück. Schaut mal, ich liebe die. Oh Mann, die riechen so lecker. Das muss ich gleich eins essen. Nein. Dann gab es Tomaten für 1,29 €. Cherry-Tomaten. Nee, Dattel-Cherry-Tomaten für die Bruna. Die liebt sie. Für die Biate, ich meine nicht. Und dann Mix, Traubenmix für 1,99 €. Kernrose. 500 Gramm. Dann Bananen für 1 €. Die sind noch ein bisschen grün, weil dann dauern die, dann, ja, und Margarine von Fitador, das ist die Marke von Butter, meine ich. Ja, Margarine. Von Lidl und die kosten 75 da. Und dann gab es hier noch Mandarinen, mal schauen, ob die noch schmecken, die waren für 99 Cent. Und ja, und ich, wir hatten ja kein Obst mehr. Und ja, mal schauen, ob die schmecken. Meine Lieben, jetzt zeige ich noch kurz, was ich bei Ikea geholt habe. Das war eben mein Mann, hat die ausgesucht für die Kinder oder für... Mal schauen. Die waren für 1,99 €, 130 x 160 cm und zwei Stück für jeweils 1,99 € in diese Salatgrün oder so. Frühlingsfarbe. Dann habe ich hier für den Flur, weil wir haben die Flur jetzt in Rosa, hatten wir renoviert und die haben jetzt die Farbe gewählt für die Wand. Und ja, die waren für 79 Cent jeweils und da wollte ich hier ein Bild von unseren Kindern oder wir, Hochzeitsbilder haben wir da. Und ja, und zum Schluss hat sich mein Mann noch für die Kinder, weil sie wollten jetzt auch rosa Wand haben, zwei solche. Und ich habe im Flur auch noch so eine Teppichläufer, die gleiche. Und jetzt haben wir die geholt für die Kinder, zwei Stück für 1,99 €. Ja. Ja, meine Lieben, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da. Und das Video ist jetzt schon über 20 Minuten, aber ich werde noch ein bisschen schneiden. Deshalb so um die 20 Minuten. Und ja, lasst uns gerne Feedback da. Ich freue mich immer. Und ja, ich sage, mach's gut. Und wir sehen uns bald. Tschüss.